Ja, meine lieben Freunde und Freundinnen natürlich. Ja, das ist, wird hier mein 40.000 Abonnenten-Kanal-Special. Jetzt kann es sein, manchmal schwankt das ja tagtäglich, vielleicht sind es auch gerade 39.969, ist ja auch scheißegal. Also ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall super herzlich bei euch für eure Unterstützung, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast und vielleicht trotzdem oft guckst. Das sind ja so bummelig 50% gucken ohne Abo. Drückt immer auf den Kanal-Button, das unterstützt mich sehr bei den Algorithmus oder lass ein Like da oder vielleicht sogar eine Kanalmitgliedschaft. Aber erstmal großes Danke, bevor wir gleich zum Thema kommen, was mir schon lange auf der Seele brennt, was für mich nochmal wirklich ein riesen Erleuchtungsmoment war. Aber wie gesagt, erstmal nochmal vielen Dank. Die letzten 10.000 gingen eigentlich relativ flott. So, ich meine, bei mir ist das ja jetzt nicht, dass das, habe ja nicht so einen Drama-Kanal, der jetzt jeden Monat sich viermal multipliziert. Also ich bin super zufrieden. Und aber klar, Wachstum ist natürlich immer gut und freue mich natürlich, wenn ihr auch weiter dabei bleibt und mich unterstützt oder auch unterstützt durch Fragen, die ihr stellen könnt über ein Formular auf liebeschiff.de oder Anregungen und so weiter und so fort. Also vielen Dank. Ich werde auch nochmal ein Live machen jetzt die Tage. Auch dafür gut den Kanal zu abonnieren, vielleicht auch noch die Glocke zu drücken. Dann kriegt man dann immer eine E-Mail, ne, wenn es ein Live gibt oder ein neues Video. Gut, heute wirkliches. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so geil findet wie ich. Ich weiß es nicht. Für mich war das so, weil ich würde sagen, das war so die finale Erleuchtung, was toxische Beziehungen angeht. Wirklich, warum die nie funktionieren können. Also das ist mir nochmal so klar geworden. Und zwar, weil ich mich nochmal viel beschäftigt habe mit Dopamin. Es ist jetzt nicht nur Dopamin, aber diese ganzen Neurotransmitter. Hormone, die entstehen in toxischen Beziehungen bzw. ausgeschüttet werden die dafür sorgen, dass du sehr wahrscheinlich nie glücklich, also dass toxische Beziehungen nie gut werden können, auf wirklich eine ganz pragmatische Art, wenn wir es heute besprechen. Ich muss aber ein bisschen ausholen. So, wir wissen ja alle, dass toxische Beziehungen extrem unangenehm sind, aber auch sehr dramatisch. So, sehr dramatisch. Klar, weil man plötzlich, weiß ich nicht, hat irgendwie eine High-Phase und ist alles ganz toll und dann bricht man wieder alles zusammen und dann kämpft man um den Partner und dann meldet er sich eine Woche nicht und dann meldet er sich wieder und hat wieder herrlichen, von Dopamin triefenden, toxischen Bettsport und alles toll und Drogen und Gehirndrogen und ich weiß nicht was und alles wieder toll und dann ist wieder alles ganz schrecklich und es ist, wie ich ja oft sage, es ist wie so ein Drogenrausch, so toxische Beziehungen und leider mit den gleichen Problemen wie ein Drogenrausch, dass Rausch begrenzt ist. Die schönen Phasen immer weniger werden und man jagt immer diesem initialen High hinterher, die schlechten werden immer mehr. Aber es gibt da noch mehr zu beachten bei dem Thema. So, wann wird denn eigentlich, es gibt jetzt sicherlich noch mehr Sachen, wo Dopamin ausgeschüttet wird, aber wann wird eigentlich Dopamin ausgeschüttet? Es wird ausgeschüttet, wenn du um etwas kämpfst, also wenn du versuchst, etwas zu erreichen, das ist aus der Motivation, das ist natürlich ein absolutes Glückshormon, aber es ist, oder ein Glücksneurotransmitter, was er gesagt hat. Aber es ist auch so dieser Neurotransmitter, dieses ich will es haben, ne? Also ich will den Partner haben, ich will den für mich gewinnen und ich muss um ihn kämpfen und scheinbar finden viele von uns das sehr befriedigend, um irgendwas kämpfen zu müssen, das nicht gleich zu kriegen. Das ist aber Ausfluss eines eigenen ungünstigen Bindungssystems, weil bindungssichere Menschen kommen nicht so auf die Idee, um jemanden zu kämpfen. Die sagen, hey, ich finde dich gut. Dann sagt der andere, ich finde dich auch gut. Lass uns rumknutschen, lass uns zusammen sein. Also jetzt ist es übertrieben. Aber gerade wenn wir selber ein wackeliges Bindungssystem haben und Menschen anziehen mit einem wackeligen Bindungssystem, sind wir häufig sehr auf Kämpfen, weil wir vielleicht schon um die Aufmerksamkeit von Mami und Papi oder Geschwisterchen oder ich weiß nicht was kämpfen mussten, sind wir sehr gepolt auf diesen Kampf. Und wenn wir das dann plötzlich bekommen, dann ist das so ein Dopamin-
Rush, ne? Und dann, boah, das, und das, ja, wie auch im Krieg auch, da wird auch ganz viel Dopamin ausgeschüttet, wenn die Granate am Kopf vorbeigeht und so, und du hast wieder einen Tag überlebt, du fühlst dich sehr lebendig, ne? Obwohl du gerade, ich war noch nicht im Krieg, aber es wird ja viel berichtet, dass es traumatisch ist, aber trotzdem auch, viele sagen, habe ich nie so lebendig gefühlt, weil so ständige Anspannung, Stresshormone, Adrenalin, das führt eben auch auf eine vielleicht ungesunde Art zu so einem Gefühl von Lebendigkeit. Und das suchen auch viele in toxischen Beziehungen, weil sie aber auch in der Kindheit schon entsprechendes Drama erfahren haben. Das hast du vielleicht alles schon mal gehört. Also das Gehirn ist auch von mir, also gewöhnt sich an dieses Drama. Man sucht es immer wieder. Man sucht diese Intensität, und Intensität hat nichts mit Liebe zu tun, hat nichts mit Intimität zu tun. Also es gibt in toxischen Beziehungen ist immer viel Intensität, aber ganz wenig Intimität. Ja, kann man andermal nochmal weiter besprechen. Wenn dich das interessiert, kannst du mal kommentieren. Und man sucht quasi diesen Thrill, ne, dieses Wow, dieses Bam und so, ne. Jetzt muss man aber wissen, dieses Dopamin entsteht wirklich nur, wenn ich mit irgendwas kämpfe und es dann plötzlich bekomme und dann wird es mir wieder genommen und dann kann ich wieder kämpfen und dann kriege ich wieder diesen Kick, wenn ich es bekomme. Nur, es entsteht auch in diesen toxischen Beziehungen, wie bei Drogen auch, irgendwie so eine Dosissteigerung. Das heißt, dieses, außerdem benehmen sich auch die Partner immer schlechter so im Laufe der Zeit. Also das heißt, diesen initialen Kick, wie auch bei Drogen, wirst du nie wieder so bekommen. Ganz kurzfristig, ja, ne? Dann ist es wieder 3 Wochen Drecksbeziehung und dann, wie gesagt, gibt es einmal wieder lieblosen, toxischen Bettsport und du denkst wieder, ach toll, aber diese Kicks werden immer kürzer, aber du bleibst sozusagen addicted zu diesem, ich sag, es werden auch noch mehr Hormone und Neurotransmitter am Start sein, aber bleib mal bei Dopamin, du bleibst addicted zu diesem Dopamin-Rush. So, der entsteht so aber nicht in stabilen Beziehungen, weil da entsteht eher, ist eher Oxytocin, Bindungshormon im Vordergrund, das ist eben nicht so rushy, das ist eher ruhig, warm. Du schätzt den Frieden, die Stabilität und das tust du eben nicht. Es ist eben, wenn du in toxischen Beziehungen bist, ist es eben nicht nur immer so, dass du an diese bösen Narzissten und immer die bösen anderen Menschen gerätst. Ja, die sind vielleicht sind die narzisstisch, vielleicht sind sie böse, drauf geschissen, aber es ist auch du, die das immer wieder sucht, dieses Drama, diesen und du suchst eigentlich nicht diesen Kampf, sondern du suchst diese Intensität, diesen Rush, dieses Kämpfen, dieses Hi, so, ne? Und wenn du dich aus toxischen Beziehungen rauslösen willst, musst du das angehen, musst sagen, hey, ich bin nicht mehr bereit, diese drogenartigen, liebessüchtigen Beziehungen zu führen, weil die machen mich fertig. Ich verzichte darauf. Es ist wie auf eine Droge zu verzichten, ne? So. Also man kann das, ich finde, man kann die Analogie schon ziemlich weit treiben, aber gut, natürlich sind Drogen auch noch was anderes. Aber auch Liebessucht kann absolut zerstörerisch sein, ne? Wenn du so liebessüchtig, weiß ich nicht, nachts um 4 Uhr wegen einem Streit betrunken zu deinem Partner fährst, bestimmt höheres Unfallrisiko als in sicheren Beziehungen. Aber gut, ja, das war jetzt so alles die Vorrede. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Du kämpfst ja immer darum, dass diese Beziehung gut wird. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was wäre denn, wenn die Beziehung gut werden würde? Was würde passieren? Was denkst du? Du müsstest nicht mehr kämpfen. Der Kampf ist gewonnen. Aber was ist dann, wenn du nicht mehr kämpfst, dein Partner einmal da ist? Wo ist dann das liebe Dopaminili? Wo ist dann Dopaminhausen? Da ist Nixi mit Dopaminhausen, weil du musst ja nicht mehr kämpfen. Der ist ja immer da, der Partner. Und das macht sicherlich 1, 2, 3 Wochen toll sein. Und ach, ja, jetzt habe ich ihn endlich. Und dann wirst du deinen Dopaminrausch vermissen. Tut mir leid, diese bittere Erkenntnis zu dir zu bringen. Auch diese Beziehung wird hier langweilig werden. Es ist eben nicht so, dass du dann endlich das bekommen hast, was du dir immer gewünscht hast, weil du hast schon bekommen, was du dir gewünscht hast. Dieses Dopamin-Intensität, rauschartige, hast du schon längst bekommen. Tut dir nur nicht gut. Beziehungsweise auf die Dauer. Ich meine, wenn wir es in 20ern oder weiß ich nicht, wenn man das alles mal ausprobiert, mal erfahren haben muss, alles gut. Aber wenn das immer wieder so Beziehungen führt, wissen wir ja alle, die machen einen komplett fertig. Aber du hast eigentlich schon bekommen, was du gesucht hast. Und was du denkst, was du bekommst, wenn du das bekommen würdest,
wäre dieses heiß-kalt und off, das Kämpfen wäre weg und das scheiß Dopamin wäre weg. Dir wird die Beziehung langweilig werden und du würdest entweder selber Drama machen, was übrigens viele machen, die, wo der Partner sich dann wirklich ruhiger wird, machen dann die, plötzlich der andere macht dann Drama. Entweder du kreierst selber Drama oder kreierst Dreiecke oder gehst einfach raus und suchst dir wieder den nächsten toxischen Partner. Es kann nicht gut werden, weil wenn es gut werden würde, hättest du dann nicht mehr das, was dich überhaupt drin hält in diesen Beziehungen. Und da gibt es auch viele Beispiele, dass Leute zum Beispiel weiß nicht, immer um jemanden kämpfen oder fangen eine Beziehung an mit jemandem, der im Gefängnis ist. Also sollen sie alle machen, ne? Ich meine, das ist alles, alles gut. Oder man kämpft um jemanden, der im anderen Land wohnt und man sieht sich nie. Ja, und plötzlich ist er da und der Kampf ist vorbei und die Person ist da, es steht vor dir. Und dann weißt du nicht, was du machen sollst, weil deine ganze Struktur, dein Liebeship, dein Bindungssystem basiert auf On-Off, Drama, Rausch und so weiter. Und es geht gar nicht darum, den Partner zu sichern, was du immer gedacht hast, weil wenn du ihn sicher hast, ist das Dopamin alle. Ja, also das war für mich nochmal, ich hoffe, ich kann meine Begeisterung über diese Erkenntnis rüberbringen. Es kann nie gut werden. Weil wenn es gut werden würde, wäre es langweilig. Deswegen kommst du um dieses Thema nicht herum, an dir zu arbeiten. Wenn du wirklich eine sichere Beziehungen führen willst, kommst du nicht darum herum, dich daran zu gewöhnen, ruhige, friedvolle, dramafreie, trotzdem schöne oder gerade dann schöne Beziehungen zu führen. Um diese Aufgabe des Universums kommst du nicht herum, selbst wenn der Partner vor und zurück Therapie macht und das wissen ja alle, wie das meistens ist, also das wäre schon wieder ein anderes Video, müssen wir jetzt auch nicht so reingehen, das natürlich macht sein, dass das, wie gesagt, macht, vielleicht macht der Partner aus anderen Gründen Therapie und die Gründe, aus denen er das macht, da hilft es ihm ja vielleicht auch, aber diese Idee, dass jemand oder du schenkst ihm ein Buch über Bindungsangst oder so, ja, es wird fucking nichts nützen. Selbst wenn er sich ändern würde und plötzlich bindungssicher wird, bist du es ja vielleicht noch nicht und vermisst das Drama, ne? Ich meine, abgesehen davon, niemand verändert sich mal eben in ein paar Wochen irgendwie so, ne? Nur weil mal jemand irgendwie ein Buch liest oder anfängt an sich zu arbeiten, wird die Beziehung gar nicht anders in absehbarer Zeit, sage ich mal. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Das heißt, du kommst um deine Weiterentwicklung, deswegen kann ich mal sagen, mach die fucking Kurse, kommst du nicht herum, selbst wenn der Partner sich ändern würde. Das ist eine krasse Erkenntnis. Was sagt ihr dazu? War doch ein lustiges Special, glaube ich. Also ich bin begeistert von dieser Erkenntnis, finde es auch auf eine Art deprimierend, weil wäre schön, wenn das anders wäre. Obwohl, es ist eigentlich nicht deprimierend, das ist eigentlich total cool. In diesem Sinne, wie seht ihr das? Schreibt es gerne unter die Kommentare. Bleibt gern bei mir, lasst uns weiter an diesem tollen Projekt arbeiten und wir sehen uns bald wieder.